So, damit ich jetzt das Viech hier mal abknallen kann. Nice. Gut, dann machen wir uns jetzt wieder ab nach oben. Gerade mal auf die Uhr geguckt. Ich glaube, wir kommen von hier oben gar nicht mehr woanders hin, ne? Das ist ja jetzt blöd. Das gefällt mir auch hier oben so schön so. Das hat mir auch bei Horizon gefallen. Da gab es nämlich auch manchmal so höhere Positionen, wo dann einfach ein paar Bäumchen drauf gewachsen sind. Ach, da ist ja noch so ein Vieh. Das war ja super. Hast du sehr gut gemacht, Julia. So, Nummer 1. Ach, genau. Ich wollte, wir haben heute übrigens den 20. Ich habe gestern nicht, bin ich nicht mehr zugekommen aufzunehmen. 20. um 11 Uhr und heute Morgen um, ich glaube kurz nach 6 ist der Astro Alex gelandet. Ist leider aus dem Weltall wieder zurückgekommen. Also was heißt leider? Ich habe das eigentlich ganz gerne gemocht, die Bilder, die er da oben gemacht hat. Und allgemein, was er so geschrieben hat. Ich hoffe mal, der schreibt jetzt immer noch coolen Kram, auch wenn er nicht mehr da oben ist. Nee, es ist kein Edelstein. Natürlich könnte ich auch, natürlich könnte ich auch die anderen Leute auf Twitter, den könnte ich den folgen. Um bei denen zu gucken, aber ich habe mir das vom Astro Alex eigentlich ganz gerne angeguckt. Also Alexander Gerst heißt er, glaube ich. Was war das denn? Es kann natürlich sein, dass ich hier wieder überall Sachen vergessen habe, beziehungsweise übersehen habe. Was ist denn das hier? Alles klar. Interessant. Was hast du da an, Junge? So würde ich ja noch nie mal anziehen. So, erzähl mal. Gut gemacht, Spyro. Diese Viecher werden sich jetzt von den Feldern fernhalten. Belohnung befällig? Ja, wenn du so danach fragst, so lieb. Belohnung gefährlich. Ich hätte da was für dich, kriegst du aber nicht. Na gut. Ach, guck mal hier. Die hätten mir bestimmt am Ende gefehlt. So, dann marschieren wir mal darüber. Ach stimmt, so eine olle Dings gab es ja auch noch. Die holen wir uns aber erst nachher. Ich will jetzt erstmal hier den Supersprint hinter mich bringen. Obwohl, nee, die steht da. Ich bin früher mit dem Traktor über den ganzen Hof gefahren, aber so ein blöder Roboter hat den Weg blockiert. Kannst du ihn mit einer Superladung frei machen? Hält übrigens Chucks an, ne? Jetzt sehe ich, hab gerade gesehen, die steht schon direkt hier hinten. Dann mache ich die erstmal kaputt. So, und jetzt werden wir wahrscheinlich sowieso an der Stelle runter. Nee. Die hole ich jetzt auch. So, jetzt aber. Jetzt gehen wir wieder zurück. Finde ich auch sehr schön hier mit diesen Flatterbändern. Oh. Das transportiert ja lustig.
Mhm. Auch nicht schlecht. So, jetzt begeben wir uns aber an den Supersprint. Wir müssen ja auch nur eine Runde machen. First try. Das war eine Meisterleistung, Drache. Hier, nimm dieses Ding, das ich im Kuhstall gefunden habe. Ich habe auch das Gefühl, dass der Supersprint irgendwie ist der... Also hier auf jeden Fall war er langsamer. Ich kann mich nämlich erinnern, dass ich um einiges mehr Probleme hatte. Kugeln haben wir alle, aber noch nicht alle Edelsteine. 93% haben wir. Ich hoffe, das sind hier oben die restlichen. Und dann halt noch diese Flasche da. Die steht hier unten direkt. Hier hinten noch was? Nee. Na, da wird mir höchstwahrscheinlich noch irgendwo was fehlen. Na gut, da hinten habe ich die Flasche schon gesehen. Nee, es war nicht die Flasche. Aber die steht, glaube ich, trotzdem hier hinten irgendwo. Ja, da. Das ist jetzt, glaube ich, am Anfang direkt, ne? Ich denke mal nicht. Ich gehe davon aus, dass uns hier irgendwo Edelsteine fehlen, weil das ist so eine... Das ist... Erstens sind das sau viele Edelsteine, die da drinnen sein müssten. Hier bin ich falsch. Ja, und zweitens ist das so eine ungerade Zahl. Ja, siehste? Einer fehlt uns? Ne, vier. Ja, komm, Spyro, dann hau mal rein. Hier hinten, meinst du? Ach komm, dann reisen wir mal hier mit dem Ding. Je höher, desto besser. Irgendwo da unten. Ach, guck mal, da ist ein Zweier. Da hinten irgendwo. Im Gras natürlich. Da. Da. Wo hätten sie auch sonst sein sollen? Habe ich schon vorher gesagt, dass ich im Gras wahrscheinlich welche liegen lasse. Aber dafür haben wir ja die Sparks-Funktion. Wo ist denn hier so ein Strudel-Ding? People's Strudel. So. Nee. Bin ich jetzt irgendwie doof oder so? Ein bisschen, ne? Komm, ey. Weißt du? Weißt du was? So. Ganz einfach. So, dann. Das sah ja noch brutaler aus und hat sich noch brutaler angehört als im Original. Gefällt mir. Ja, dann werden wir jetzt nach Metropolis. Heißt das so? Ich weiß es nicht. Metropia, Metro City, irgendwie sowas. Auf jeden Fall hier direkt gegenüber. Also so gut wie direkt gegenüber. Metropolis, genau. Ja. So. Ja, viel gibt's da nicht. Da ist, glaube ich, nur die Kugel, um das Ende zu erreichen. Zweimal die
fliegenden Untertassen und einmal der Stier auf der Eisfläche. Mehr gibt's hier, glaube ich, nicht. Aber ich bin auf die Kühe gespannt. Der Roboter gefällt mir sehr gut. Den mag ich. Das sieht auch schon mal vielversprechend aus hier. Oh, die Kühe sehen gar nicht mehr so fett aus. Diese Bauernhofmeuterei läuft aus dem Ruder. Wir brauchen jemanden, der die Ordnung wiederherstellt. Der Erfinder-Droid hat etwas Großes vor. Mhm. Hat er Mu gemacht? Dank der Einsparungen sind diese Aufzüge in einem üblen Zustand. Der hier steckt fest. Er funktioniert bestimmt wieder, wenn du ihm einen heftigen Schlag verpasst. Nee, wenn ich ordentlich draufhau. Ich meine, so hätte er das im Original gesagt. Irgendwie so, wenn du einmal richtig draufhaust. Irgendwie sowas. Und hier kommt es leider auch nicht mehr so rüber, weil sonst waren hier unten diese Räume waren immer eingefärbt, wie die Edelsteine hier rumlagen. Es könnte natürlich sein, dass das jetzt gerade hier noch nicht so ist. Oder dass das hier wirklich das Gelb sein soll. Ja, ich bin mal gespannt. Ich muss mir gleich mal den Laser von denen angucken. Der nicht, der andere. Der von den anderen, der so diesen Strahl macht und nicht schießt. Den da. Na, das ist ja eben so, als ob da eine Schweinsnase dran wäre. So. Wie die sich auch freuen, ey. Machen wir erstmal noch die Kuh hier hinten platt. Nee, das sah vorhin leider nur so aus. Und nein, die Räume sind nicht eingefärbt. Schade eigentlich. Weil das hat mir damals ganz gut gefallen, so. Das ist schön hier mit dem Grünzeug. Hübsches Grünzeug. So. Wie du siehst, hat ein wilder Ochse unsere Waffenkammer eingenommen. Dabei dachten wir, ein gefrorener Gehweg würde die Tiere fernhalten. Der Ochse ist sehr stark. Ich empfehle den Einsatz von Bomben. Du hast richtig gehört. Bomben. Nicht nur eine. Setze die Bomben gegen den Ochsen ein. Weiche Bomben aus, die kurz vor der Explosion stehen. Ja, ab geht's, ne? Oder können wir hier stehen bleiben? Ne, ich glaube nicht. Ich glaube, ja, siehste. Ha. Okay, einmal hätten wir den. Ist so langsam. Okay, Nummer 2. Nummer 3.
Nummer 4. Nummer 5. Exzellent, Drache. Jetzt können wir unsere Stadt verteidigen. Nimm diese optisch ansprechende Belohnung. Diese optisch ansprechende Belohnung. Ich mag dir diese Beschreibung. Ist mir jetzt auch gerade aufgefallen, der hat da so zwei Antennen auf dem Kopf, ne? Und die hat er sich so rübergekämmt, als ob der eine Glatze hätte und dann noch so ein paar Härchen da. Das ist wieder so ein Level, das gefällt mir richtig gut hier. Abgesehen davon, dass die Räume da nicht mehr eingefärbt sind, aber da kann ich jetzt auch mal drauf scheißen. Jetzt müssen wir, glaube ich, gleich schon... Was ist denn hier passiert? Jetzt müssen wir, glaube ich, gleich schon in dem großen Raum sein, wo die Schiffe rumfliegen. Achso, da war ja was. Und hier gab es ja ziemlich viele so komische Raketengläser, Flaschen, Dinger, wie man es auch immer nennen will. Du-du-du-du. Okay, die sind da wirklich immun gegen, nenne ich das jetzt mal. Da muss man dann schon abwarten, bis die sich zeigen. War das jetzt nicht eine Olle hier oben? Ja. Bäh. Oh Gott. Ich habe dich erwartet. Danke für deine Hilfe beim Vereiteln der Meuterei. Bitte nimm dieses Objekt, das Lebewesen zu mögen scheinen. Ich fand das andere besser. Das ist eine Premiere für Avala, ein Kombinations-Power-Up. Zum Glück bist du hier, um es zu testen. Denn jemand muss die Schafe in ihren Raumschiffen aufhalten. Na gut, der sieht aber auch so aus, als ob er nicht weiß, was er tut, ne? Waren das nicht mehr als drei? Damals? Dummholz. Entschuldigung, ich pfeife. Wow. Schafe vom Himmel geholt. Nimm diese Kugel als Beweis für dein Können. Dankeschön. Wie bekommen jetzt? 5? 7? Ich wusste es. Die ersten Schafe haben einen Notruf gesendet. Weitere fliegende Untertassen sind unterwegs. Schließ die zweite Welle ab. 5 haben wir. Na gut. Wo seid ihr denn? Da. Upp. So. Okay, 3 hätten wir. Schau mir mal ein neues Dingsbums hier. Einmal aufladen. Dankeschön. Ah, da ist der letzte. Schön. Gut geflogen, Drache. Du hast bewiesen, wie toll meine Doppel-Power-Up-Erfindung ist. Hier, nimm das zur Feier deines Sieges. Dankeschön. Finde ich auch sehr gut, deine Erfindung. So.
Musste man das so machen? Ich bin mir nicht mehr zu 100% sicher, aber es scheint, glaube ich, zu reichen von der Länge her. Ja, locker. So, dann haben wir hier wahrscheinlich alles. Kann man das so machen? Darf man sogar. Tool! So. Oh. Sollte vielleicht mal aufladen. So. Dann holen wir uns jetzt hier einfach noch die restlichen Edelsteine. Dann sind wir hier auch schon durch. Eieieiei. Sind wir heute richtig produktiv. Ah, da ist noch was. Und auf dem Boden steht auf jeden Fall noch was. Ah, da auf dem Planeten sind auch noch Sachen. Ne, ich hole mir erstmal neues Flugding sie hier. So. Diese. Ach so, das ist gar keine Auskerbung. Oder Einkerbung, wie man es nennen will. Ich dachte. Da oben, das wäre irgendwie was, wo man hinkommen könnte, aber das ist nur der Weg. Oh. Wir holen uns mal noch neue Energie. Okay, 31 Stück. Da liegt noch was. Oh, das sind die letzten beiden. Nice Stein. 100% abgeschlossen und wir fliegen einfach nach Hause. Bäh. Schön. So, dann haben wir jetzt noch das Level, mein Lieblingslevel vor uns. No! Ich mag das so. Viele hassen das Level irgendwie voll, aber ich mag das voll gerne. Vor allem auch wegen dieser Tauschaufgabe. Ich finde die super. Zaubersum! Und das sollte jetzt eigentlich das letzte Level sein. Wenn ich mich nicht irre. Ich gehe auch mal davon aus, dass es wieder einfacher sein wird, die Flughörnchen zu verfolgen. Weil hier bisher alles einfacher war. Ganz schön dicke Augenbrauen. Da gibt's ja auch diese komischen, merkwürdigen Enten, die so. Das habe ich irgendwo gelesen, dass die Viecher mit Wumperfrüchten schmeißen. Mega cool. Finde ich richtig super. Können wir uns ja gleich nochmal angucken, weil war bestimmt nicht der letzte, den wir sehen. Da drüben ist noch ein Baum, da wird wahrscheinlich auch einer drin hängen. Original Wumperfrüchte. Geil. Ja, ich
weiß, ich war da ein bisschen nah dran. Sollte man an Silvester auch nicht machen, zu nah ans Feuerwerk gehen. Kriege ich auch immer voll die Anfälle irgendwie, wenn die Leute das Zeug so lange in der Hand halten. Ich würde am liebsten einen in die Fresse schlagen. Das sieht ja auch ein bisschen aus wie das Haus von SpongeBob. So eine Ananas irgendwie. Wir haben noch gar nicht mit ihmchen hier geredet. Alles ist anders, seit der magische Springbrunnen aus ist. Es würde helfen, wenn du rausfindest, welche böse Macht hinter dieser Katastrophe steckt. Welche böse Macht? Böse? Nein. Jetzt habe ich schon wieder was zu meckern, weil das eins meiner Lieblingslevel war hier. Ich mochte, dass die halt so verpeilt waren, so. Irgendwie so. Genau, hier gibt es ja diese Münzen oder Stopfen oder wie man sie nennen will. Mir gefällt der Baum. Warum ist der bemalt? Waren die anderen auch bemalt? Ja. Gefällt mir. Ab ins Wasser. Wie habe ich den denn getötet? Ist ja von selbst umgefallen. Guck mal, lila, ja doch, lila, pinkes Wasser. Schmeckt bestimmt gut. Oh. Eine dicke Blume da hinten. Die ist aber Traubi. Da sind auch noch so Zeichnungen von den Viechern hier. Von denen da. Ich glaube, wir gehen. Wir holen uns erstmal von da drüben die Edelsteine, die hier rumliegen, und gehen dann als allerletztes nochmal hier hin, weil wir ja oft Sachen im Maul tragen müssen. Und so, da wird uns jetzt, glaube ich, nur behindern. Können wir auch direkt hier im Unterwasser die Sachen holen. Sind wir schon wieder am Anfang? Tatsache. Die gefallen mir auch ganz gut. Oh, das war sehr knapp. Oh, Fläschchen. Flöp, flöp, flöp. Ach, guck mal, wir kriegen gar keinen Schaden, wenn wir die so anrempeln. Wenn die groß sind. Bäh. Haben wir jetzt hier alles? Ich glaube schon. Gut, dann können wir ja. Können wir ja hier rüber. Beziehungsweise alles oben absuchen. So. Oh, mich juckt's. Ah. Gibt's hier auch so eine komische. Weiß es gar nicht. So eine komische Flasche? Ich glaube schon, ne?
Also diese Zauber, ich nenne sie mal Suchungsflasche. Keine Ahnung, was denn da passiert. Diese lustigen Flaschen, die man... Die Fragezeichenflaschen da halt. Mann. Was weiß ich, wie die heißen. Mystery-Flasche. Oh, der ist aber auch schön, der Brunnen, ne? Oben so schön beleuchtet. Bin ich mal gespannt, wie er so ist. Ah, da haben sie dann doch ein bisschen animiert, damit man checkt, damit da was los, dass da was los ist mit. Ich bin gespannt, wie der ist, wenn er wieder an ist. Man hat ja im Vorspann so ein bisschen was gesehen, aber trotzdem will ich das gerne mal sehen in-game. Oh, Fröschchen, könnte ich mal mitnehmen. Okay. Ja, dann können wir ja hier hin, ne? Irgendwo konnte man hier... Da! Tauchen. Da ist nichts mehr. Den hätten wir. Zwei. Ah! So. Wunderbärchen. Dann, ja komm. Wenn wir gerade eh schon hier sind, jetzt muss ich mich hier erstmal wieder zurechtfinden. Okay. Ah, da ist ja auch noch einer. Schau mal einer, guck. So, da haben wir, glaube ich, alles. Das ist ja wieder ein Edelstein, die verschwinden hier so ein bisschen. Im Wasser. So. Bäh, hallo. So, dann jetzt das Thema. Oh, hi. Ich muss eingenickt sein. Oh je, yeah. Es scheint, als hätte ich den Springbrunnen ausgehen lassen. Hier, nimm diese Kugel und sag Hydra nichts von meinem kleinen Nickerchen, okay? Ja, mal gucken. Okay. Ist hier noch was? Oder waren wir hier schon? Naja. Okay, dann